Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. So, wir haben eine Mission in diesem Part, und zwar hier mit den Leuten reden. Oh, Betsy, die Liga-Präsident Roach, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wundsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betsy. Das ist erfreulich. Bettys, nur weiter so. Betsy, ich nenne die Betsy, okay? Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wundsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das mich nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wundsterne, Gala braucht auch einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rose, einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keine Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie nur ab. Ah ja. Und das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Betsy, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du kurz folgen würdest. Okay, doch kein Kampf. Ich hätte jetzt gerechnet, dass ich kämpfe gegen den. Hallo. Ah, Nilo. Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wundsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem durch die Grundlagen für die Technologie hinter der Dynamax-Bändern bilden. Aber kann man mit ihnen noch mehr anstellen, als um Pokémon riesengroß werden zu lassen? In ihnen steckt nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Gala-Region erzählen. Bitte folge mir. Muss das sein? Ich will das gar nicht wissen. Gut, muss nicht sofort sein. Kann ich nämlich hier mal kurz gucken. Ich rede jetzt hier nicht mit jedem, okay? Das wäre echt viel. Aber ich will ja auf jeden Fall die Sachen einsammeln. Sprühdose Superschutz. Hält schwache, wilde Pokémon ab. Wirkt länger als Itemschutz. Also als der Schutz. Normale Schutz. Hypertränke. Nice, gut, was Hypertränke machen. Denke ich mal jedem bekannt. Wie gesagt, rede jetzt nicht mit jedem, okay? Wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist noch ein Pokécenter. Das sieht nach einer Arena aus. Das ist die Schatzkammer von Claw Sergi. Ohne Erlaubnis kann ich dich nicht einfach durchlassen. Ah, okay. Was gibt's hier so? Da komme ich nicht weiter. Noch nicht weiter? Oh, hallo. Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon eine solche beibringe? Was ist denn eine Kombi-Attacke? Welche Pokémon soll ich eine Attacke beibringen? Kekaleo kann eine lernen. Welche Attacke soll er vergessen? Für Feuersäule? Ein Angriff in Feuersäule mit Pflanzensäulen kombiniert steigt die Wirkung und die Umgebung. Oh. Dann nehme ich den Ruckzuck-Hieb raus. Und behalte noch den Dings. Der Schlüssel zum Erfolg mit Kombi-Attacken liegt darin, ihre verschiedenen Typen zu gekonnt miteinander zu kombinieren. Ja, jetzt hat er Pflanze Feuer, also sprich. Naja, gut gegen Wasser, so ein bisschen noch, ne? Kann ich mit dir reden? Taxe sind cool, oder? Ich himmel sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, würdest du es vielleicht gegen ein Togepi tauschen? Ich habe eins, aber das kriegst du nicht. Ja, auch nicht gegen ein Togepi. Muskelgebannt. Ein Einfluss zu tragen, dieses Sternband verstärkt psychische Attacken. Gut. Und was geht hier so? Los, Gastrodon. Platsch, platsch, paff. Okay. Ritz raus gegen Gastrodon. Was die Typen angeht, ist mein Gegner im Vorteil, aber ich habe die Weisheit des Alters, natürlich. Der wird dir, vielleicht helfen. Ich war im Pokémon-Center verabredet, aber mein Date kommt und kommt nicht. Und vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon-Centern vorbeischauen? Ja, möglicherweise. Wäre es eine Idee. So, jetzt bin ich aber nochmal ganz kurz auf die andere Seite. Warte mal, der Typ da, der ist ja auch noch ein Dorn im Auge. Gibst du mir irgendwas? Es gibt nicht viele Arena-Challenge, die es bis zu Roy schaffen. Schade eigentlich, ich würde ihn gerne öfters kämpfen sehen. Es ist Roy, der Drachentrainer, nehme ich an, ne? Also der letzte, weil, nehme ich einfach mal an. So eine, was hast du jetzt gesagt? So eine Niederlage? Ist bitter. Von was denn? Von wem? Okay, hier haben wir Häuser. Schauen wir uns die Häuser nochmal eben an. Okay, die hat voll Bock auf Maikos. Ich liebe Maikro zusammen mit Training. Sie ist, ich liebe mit Maikro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit dem Flugtaxi am Hut. Okay, toll. Danke. Danke für diese glorreiche Information.
Die Häuser, die alle gleich aussehen. Oh, hallo. Sei gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja. Wundervoll, dann fange ich so gleich an. Wenn während eines Kampfes das Sonnenlicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Solarstrahl, die sich das Sonnenlicht bedienen können, innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Und die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkan sinkt. Bitte nimm dies als Dank dafür, dass du mir geduldig zugehört hast. Ein Heißbrocken. Danke. Ein Item zu tragen verlängert die Dauer von Sonnentag. Ah, okay. Hab aber keiner, der Sonnentag kann. Aber naja. Oh Gott, was ist das für eine Stadt? Heilige Scheiße. Und was hast du? Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erlernen. Ach so, okay. Gut zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Pokémon Center, aber naja. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja auch so gut, dass Roy der Wächter der Drachen... Ja, okay. Also ist der Roy der Drachentrainer. Score City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. War das nicht diese, ne? Das sieht aus wie so ein Marktabteil. Ach, das ist der Dings. Der Bahnhof. Hast du was für mich? Hoffentlich kommt eine Freundin bald. Dieser Dusselgur starrt mein Essen schon so gierig an. Möchtest du was haben? Nee. Dann haben wir einen High Five gegeben. Nice. Na gut. Da gibt's nicht wirklich... Okay, da komme ich auch noch nicht lang. Mit dem würde ich jetzt auch nicht reden wollen. Das will ich mir jetzt ersparen. Gut, ich weiß ja, wo ich hin nicht muss. Ich will nur gucken, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Da, wie zum Beispiel da, der Pokéball. Okay, da komme ich auch nicht lang. Okay, ist doch nicht so groß wie gedacht. Du findest Zuckererdbeere. Zuckerwerden gibt es im Hokumil zum Tragen. Gibt man es ein Hokumil zum Tragen? Dreht es sich vor Freude in den Kreis. Toll. Warte, wer oder was ist ein Hokumil? Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Naturzone allerlei Zeug in den Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TPs sammeln. Was sind TPs? Ups, was? Das ist ein Pokéball-Statue. Gerüchten zufolge kann man Pokémon leichter fangen, wenn man sie berührt. Berühre sie! Weißt du schon, weißt du was? In Gala sind überall noch viele alte Gebäude von alten früheren übrig. Ah, warte mal, was haben wir hier? Ein Sonderbonbon. Kann ich hier rein? Nee. Gut, dann werde ich hier auch nicht reinkommen, nehme ich an. Du siehst mir irgendwie vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Würdest du ihn für mich überbringen? Klar. Das freut mich, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir meinen Brief an, ja? Du erhältst einen vergilbten Brief. Du versandest in der Basistasche. Dieser Brief hast du von einem jungen Mädchen erhalten, um ihm einen Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter aus. Etwas älter und vergilbt aus. Bitte bringe ihn zu Frank in Fairbelly. Okay, da war ich aber noch, glaube ich, noch nicht. Eine Schlaubrille. Ein Item zum Tragen. Diese dicke Brille verstärkt auf Spezialangriffe basierende Attacken. Okay. Okay, Fairbelly war ich aber noch nicht. Wahrscheinlich komme ich da noch hin und dann werde ich ihn da wahrscheinlich automatisch abgeben können, wenn ich mit allen reden sollte. Aber gut, dann haben wir das schon mal abgeklärt. Dann können wir jetzt Richtung, naja, Rose hinterher halt, ne? Sagst du noch irgendwas? Mein Papa kocht immer bitteres Curry, obwohl er ganz genau weiß, dass ich süß mag. Nicht fair. Was sagst du, alter Mann? Rose wurde damals im Champ Cup Zweiter. Das war für ihn das Sprungbrett nach ganz oben. Hast du schon das Stadion von Claw City gesehen? Es ist riesengroß. Nee, noch nicht, aber da gehe ich gerade hin. Mit meinem Fahrrad. Weil wer kann, der kann. Oh, wow. Oh, das ist die Arena, ja. Drachenarena nehme ich an. Und dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf meinem Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Aber mich interessiert das nicht. Hier ist einfach Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Claw-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Galaregion umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mithilfe der Energie der Wundsterne das Leben zu erleichtern. Aha. Oh. Ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter planen, aber die Pflicht ruft, ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Nilo.
Sie liegt in Richtung Route 6. Da war ich schon. Da wurde ich nicht reingelassen. Aber ich habe jetzt die Genehmigung, ha? Okay, mit dem kann ich nicht reden. Das ist ein Shop, oder? Willkommen im Pokémon-Supermarkt. Gibt's es dasselbe wahrscheinlich, ja. Nee, danke. Was hast du? Willkommen im Uniformladen. Suchst du etwas Bestimmtes? Nee. Kann man sich wahrscheinlich wiederholen oder so. Ja, möchte ich gerne beenden. Kann ich mit dir reden? Nee. Aber mit dir. Hey, ich bin Spaldium. Du hast dein Team ja schon ganz schön aufgelevelt. Da, ich genau den richtigen Ball für dich. Levelball. Ein Ball, mit dem sich Pokémon umso leichter fangen lassen, je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem Team ist. Mit einem Levelball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen. Ja, das stand da doch gerade schon. Faszinierend, oder? Ja, faszinierend, sage ich dir. Gut, die Arena werde ich wahrscheinlich nicht machen können. Das sieht mir sehr nach Drachenarena aus und die Drachenarena ist halt die letzte. Sprich, ich muss jetzt nach links gehen. Und es sieht mir danach aus, entweder kommt Kampf oder Elektro als nächstes. Ich vermute mal eher Kampf. Sah mir so vom Stadion eher kampfig aus als Elektrizität. So, zur Schatzkammer, ja. Oh, Deleon. Was hast du denn hier? Na, Nilo, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als sein Rivale weißt vielleicht Bescheid. Ja, der hat gegen Betsy verloren. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Ja, er hat gegen Betsy verloren. Einen Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal, aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärken aus ihnen ziehen. Wenn Hopp das gelingt, hat er das Zeug dazu, einen richtig guten Trainer zu werden. Hoppala, ich muss jetzt los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Ja, wow, okay, die scheint es drauf zu haben. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht, geh da lang. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Ja, da habe ich auch gerade vor hinzugehen und du gehst in die falsche Richtung, glaube ich. Aber nun gut. Warte mal, was sagst du denn? Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon-Garn angefertigt und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Okay, geil, läuft bei dir. Lübt bei dir, Junge. So, dann gehen wir mit Roy sprechen, der ja hier sein muss. Oh, das bist du? Ja. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen Deleon eine Empfehlung geschrieben hat. Und dein Name ist... Moment, ich hab's gleich. Du bist... Moment, mal kurz googeln. Nihilio! Genau, das war's. Deleon scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf den Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden. Tja, das weiß ich selbst. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier. Gute Idee. Ein Blick in der Vergangenheit Galas kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Na, eigentlich nicht, aber muss ich ja. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Ich werde dazu gezwungen, es zu machen. Von wollen kann keine Rede sein. Gut, dass sie so... Oh Gott, da geht's noch weiter. Hier, nimm. Das ist meine Ligakarte. Na schön. Du hältst die Ligakarte von Roy. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Zur Schatzkarte geht es die Treppe rauf. Okay. Dankeschön. Aber kurz mal... Ja, will ich auch gar nicht. Ich habe falsch Knopf gedrückt. Ich will mal kurz die Liederkarte von dem durchlesen. Wenn ich das schon angefangen habe, bringe ich es auch zu Ende. Ja, ist ja nur Roy. Gut. Ihm eilt der Ruf voraus, der allerbeste Arenaleiter von Gala zu sein. Seinem Bestreben, in jeder Lage den Sieg zu erringen, ist es zu verdanken, dass er ein Meister im Umgang mit Wettereffekten ist. Nicht wenige glauben, er könnte sich mit Links zum Champ in einer anderen Region aufschwingen, doch für ihn hat ein Sieg über Deleon absolute Prio. Die Fotos, die Roy hochlädt, erfreut sich großer Beliebtheit, auch wenn darauf oft nicht mehr zu sehen ist als ein Sandsturm. Okay, läuft bei dem. Aber nun gut. So, das sind Pokale. Das ist, ne, kann ich auch gar nicht angucken. Gut, was ist mit dir? Ohne Erlaubnis darf man die Schatzkammer nicht betreten. Ja, hab ich aber. Ich habe eine Erlaubnis. Früher war Claw City das Zentrum der Gala-Region. In der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe dort befindet, werden daher seit jeher Artefakte aufbewahrt. Okay, gut, ich gehe mal immer durch die Schatzkammer. Wenn ich es schon machen muss, dann mache ich es auch. Ach, jetzt gehen wir durch die Burg wahrscheinlich, ja? Okay, da kann... Oh, da ist eine TM, ich hab's gesehen. Charm. Gut. Betört das Ziel und reduziert
und reduziert dessen Angriffswert stark. Okay, nach rechts kann ich nicht. Das macht es schon mal leichter für mich. Weil dann geht es nur einen Weg. Oh, Sania. Ah, du bist es. Da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesem Wandteppich hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Also das ist schon wiederum cool, muss ich sagen. Und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Oh. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Naja, meine Interpretation ist, es sind einfach Typen gewesen oder vielleicht Prinzen gewesen. Dann kam ein Krieg, wenn ich mir das so im Hintergrund so angucke, mit Göttern nehme ich an. Und Götter waren vielleicht verzornt. Dann kam Schild und Schwert, sprich, ich schätze mal, die legendären Pokémon helfen ihnen. Und dadurch wurden sie zu Könige. Also haben das Königreich so gesehen gerettet und wurden dadurch halt Könige, beide. Homo? Also ein schwules? Naja. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf dem Wandteppich irgendwas aufgefallen? Ich dachte, es gab nur einen Helden. Sie erinnern mich an die finstere Nacht. Also, es gab doch eigentlich nur einen Helden, oder? Ja, das dachte ich auch. In diesem Hotel in Erschließung stand nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Ja, Schild und Schwert. Gab es nun einen Helden oder gab es zwei? Und was steckt hinter dieser finsteren Nacht? Tja, Fragen über Fragen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meinen Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine Erfolgsserie bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Zwei Beleber, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Sania. Oh, das war's schon. Okay, gut. Eigentlich war es nur dafür da, mit Sania zu reden. Gut. Wie gesagt, es erleichtert's. Ne? Ich glaube, jetzt kann ich auch auf Route 6 gehen. Hoffe ich. Oh, hey. Na, wie haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen? Heute gibt es in Gala 2 keine Helden. Zwar keine Helden mehr, aber Deleon kommt den Ganzen als Champ. Vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Naja, Nylio. Wenn du wirklich vorhast, den Superstar Deleon zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes Route 6 nach Passbeck und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Okay, danke schön. Endlich kann ich weitergehen. Ja. Oh, eine Arena-Challenge. Bist du bestimmt nach Passbeck, oder? Wo ich das weiß, na, weil Route 6 nach Passbeck führt. Warum, wen winkst du dazu? Das ist doch gar keiner. Okay, strange. Ein bisschen cringe. Vielleicht siehst du Gestalten, die ich nicht sehe. Wäre nice, wer weiß. So. Ja, wir gehen nach da oben. Ich nehme an, dass das der Kampf wird. Aber warte mal, ich gehe mal lieber zu Fuß hier lang, weil hier liegen meistens immer sehr viele Federn rum. Also in den meisten Fällen kann ich hier runtergucken? Nee. Nicht immer, aber manchmal. Oh, Team Yell. Hey, mit einer Klapperschlange. Was für ein süßes Schlange. Salanger. Rüppel A. Sieht ja nur eine niedliche, müde Äuglein an. Oh, ist das süß. Wir sind deine größten Fans, Salanger. Du hast dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du ja fein Heier machen kannst. Und die Oma. Dürfte ich hier mal eben durch? Ich bin auch ganz leise, damit euer Pokémon nicht aufwacht. Aber ja, oh, bitte, bitte sehr. Oh, hopp. Hey, Nilo, komm, lass uns zusammen nach Passbeck gehen. Tag, ihr gehört zu Team Yell, ne? Stimmt's? Wir müssen hier auch mal ganz kurz durch. Nexta, ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr die Challenge-Banner. Das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Ich hab Pech gehabt. Arena-Challenger lassen wir erst recht nicht durch. Weckt euren Strampel am Ende noch unterm Arm ist kleine Schlange lalalanga auf. Na toll. Oh, das war Pop. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist den Passback. Das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Nalo. Kämpfen wir gegen sie. Da hilft nur warten. Ach, da hast du recht. Ich was schreckst von links zurück. Hallo, geht's nur noch etwas lauter? Ihr wollt so lange aufwecken, oder was? Genau deswegen mag ich keine kleinen Kinder. Komm, schleichen wir sie weg. Tun wir sie fürs Arschalakalaka.
Grübel von Team Yell fordert dich heraus. Ah. Ein Skunkabu. Guck mal, das stinkt wie du. Haha. So, es ist Sonic. Sprich also, wir haben es ja gelernt. Feuerattacken machen mehr Schaden. Machen wir auch mal. Wir haben Kikalo haben wir schon lange nicht mehr wirklich gesehen. Ich hau mal jetzt Kikalo ein bisschen raus. Außerdem müsste der sich auch, glaube ich, so im Bereich 30 irgendwann entwickeln. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Vielleicht kriegen wir auch mal auf der Route den 30er. Machen wir. Wir können ja mal Feuersäule machen. Feuersäulen! Piu, piu, piu. Skungabu wurde besiegt. So, wir müssen wahrscheinlich zweimal kämpfen, außer einer nimmt Top. Geradax? Nö, wie gesagt, wir bleiben mal ein bisschen auf Kikalo jetzt. Wie gesagt, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, außer ist der Level 30. Und ich bin einfach, oh, sehr effektiv. Doppelkick, nehmen wir Doppelkick. Clownwetzer, ui, der ist schneller. Ich bin ein bisschen unterlevelt, also nicht viel, aber ein bisschen. Ein kleines Problem. Aber naja. Ich schätze, dass ich spätestens vor der Arena das nächste Mal ein bisschen trainieren kann. Ich schätze, sie werden so im 35er-Bereich gurken. Naja, mal gucken. So, auf jeden Fall Kotomi ein Level-Up. Und Kranowitz, oh, wow. Kalmami und Kokaloja auch. Alle 30, bis auf Kotomi, Porenta, Toxel, okay. Kikaloja versucht, Kopfnuss zu lernen. Das hat er ja nochmal. Nee. Kalmami erreicht Level 30. Konter. Was hat er für Attacken? Ich weiß nicht, was er für Attacken hat. Bis Aquacara Kopfnuss. Nee. Dann nein. Und kann man Kotomi erreicht Level und Kranowitz auch noch Level 30, aber der allein lernt keine Attacke. Schade. So, ihr kennt das, ihr habt den Kampf ganz schön nervig. Und ist nicht lange jetzt aufgewacht? Kann ich die jetzt fangen? Oder so? Die gehört dir, Nilo. Okay, er hat keinen Bock zu kämpfen. Von TML fordert dich heraus. Gut. Er ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich wollte schon sagen, er scheint mir wieder sehr normal zu sein, aber dem ist nicht so. Okay, Pokémon austauschen. Level 30er Katze. Kampf. Ich könnte Porenta, aber Porenta will ich nicht einsetzen. Ja gut, nehme ich Kotomi. Ist neutral effektiv. Vielleicht hält so ein bisschen den Kampf noch aus, dass man gegebenenfalls dann... Ja, Porenta, wie gesagt, will ich... der kann so nebenbei ein bisschen mitleveln, aber ich will den jetzt keinen Fokus geben, weil er sowieso aus dem Team kommt. Ja, deswegen... Naja. Unpraktisch. Machen wir Zauberblatt. Okay, sie ist auf jeden Fall schneller. Mit einer Kratzfurie. Ich hoffe, die trifft nicht zu häufig. Und jetzt kommt jetzt bitte... Sag mal nicht, der tut die ganze Zeit... Kommt jetzt der Effekt. Na ja, gut. Das war das dritte Mal. Deine Init wird übelst in den Keller gehen. Ich weiß zwar nicht, was Init macht, aber ist sie geht im Keller. Wenn ich mal so sagen darf. Darf ich jetzt auch mal? Der ist ein Fünfer schon. Fünfer-Hit. Toll, fünfmal getroffen. Bin stolz auf dich. Also soll ich dir was sagen? Ich habe Synthese gelernt. Ich kann mich heilen. Guck. Ja, kannst du mal sehen. Gewissheit. Okay. So, mal einen Grasmixer machen. Wir mal einen Grasmixer mal gucken. Ich glaube, Rasierblatt könnte ich auch langsam verlernen, wenn sie mal was Neues lernt. Genauigkeit sinkt. Gewissheit. Mal wieder. Ah, gut. Die Init kann nicht weiter sinken. Die hat schon 0 Init. Jetzt machen wir nochmal Rasierblatt, weil das sollte reichen, nehme ich an. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das gibt jetzt nochmal ein gut Level. Wäre schön. Oh ja, für Toxel Level 30. Das ist sehr schön. Team Yell wurde besiegt. Oh Mann, ey, wie hast du das geschafft, Mann, ey. So, darf ich die Sala... Oh, Toxel entwickelt sich mit 30. Ja klar, mit 34, 32. Nanu, Toxel entwickelt sich. Oh, lol. Das ist die andere Form. Er hat zwei Formen, je nach Wesen. Es gibt sie in den Gelb-Lila und einmal jetzt im Blau-Lila. Das ist die Hoch- oder Tiefform? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, irgendeiner davon ist ein bisschen besser als die andere, aber ich weiß nicht, welche Form, welche das war. Dieses Pokémon kann 15.000 Volt starke Elektrizität generieren. Er nimmt keinen Gegner wirklich ernst. Ja, wäre cool, wenn du mal eine Elektroattacke lernen würdest.
Funkensprung, danke. Das ist doch schon mal etwas. Besser als nur den da. Kann direkt mal der Heuler weg. Oh, danke, jetzt kann ich dich vielleicht auch mal einsetzen, so ein bisschen. Und fertig. Sehr schön. Oh, was ist da lange und diesen ganzen Lärm aufwacht? Da bin ich gar nicht Fan von. Komm, wir ziehen Leine. Ja, kann ich es jetzt tatsächlich fangen oder soll ich es? Muss ich es fangen? Keine Ahnung. Nilo und du, Toxo, ihr seid echt ein Wahnsinnsteam. Hat Toxo halt nichts gemacht. Ach Mann, ich kann es immer noch nicht fassen, dass Betsy mich so fertig gemacht hat. Ich meine, ich weiß ja, dass man nicht jeden Kampf gewinnen kann. Aber warum der Dopp, Deppel, Beppel? Aber mir will einfach nicht aus dem Kopf gehen, wie er am Ende dastand und sagte, dass ich eine Schande für meinen Bruder sei. Wenn mich alle für einen Schwächling halten, färbt das irgendwann auch auf meinen Bruder ab. Ich will auf keinen Fall Deleons Ruf nur wegen mir Kratzer bekommen. Er ist schließlich Deleon der Unschlagbare. Ich glaube, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, Nilo. Bis später. Naja, irgendwie tut er mir schon leid, aber irgendwie kann ich es auch verstehen. Oh, guten Morgen. Hallo. Hey. Der haut ab. Nein, ich wollte dich vielleicht fangen, aber vielleicht gibt's sie ja hier. Vielleicht gibt's hier. Du bist der Trainer mit der Empfehlung von Deleon, nicht wahr? Yo. Oh, eine Oma, hallo. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann werf einen Blick auf meine Liga-Karte. Das ist wahrscheinlich eine Arena-Leiterin, oder? Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Ja, ich schätze, es ist eine Arena-Leiterin. Ich schätze, ich weiß es nicht. Sagt die Liga-Karte wahrscheinlich jetzt gleich, was sie ist und wer sie ist. Werden wir auch mal kurz gucken. Album Roy Papelia. Das ist hundertprozentig eine Arena-Leiterin. Papelia ist die älteste Arena-Leiterin der Gala-Region. Sie ist die Nachfolgerin ihrer Mutter und verteidigt ihren Posten nun schon seit 70 Jahren. Doch nach eigenem Ermessen ist sie nach ihren Grenzen gestoßen und sucht derzeit händeringende nach einem Nachfolger. Sie gibt an, aus dem Grund so knifflige Rätselfragen zu stellen, weil sie davon überzeugt ist, dass Menschen erst dann ihre wahres Gesicht zeigen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Es gibt jedoch auch Leute, die der Meinung sind, sie tun dies aus reiner Bosheit. Okay, sah mir so eine Eistrainerin aus. Da kommen wir ja, glaube ich, auch noch hin. Okay, hier gibt es soweit nichts. Gehen wir noch ein bisschen gucken, bevor ich den Part jetzt... Okay, das ist ein Trainer. Okay, den machen wir noch. Und dann beende ich den Part. Meine super süßen Pokémon wollen mit deinen Pokémon spielen. Ja, sag mal. Schönheit Niam. Fordert dich heraus. Niam. Pipi. Mal gucken, ob Riffix jetzt ein bisschen was machen kann. Hallo. Es ist schön sonnig. Machen wir mal Funkensprung, mal gucken. Ist er jetzt auch schneller oder so? Ja, er ist auf jeden Fall schneller als ein Pipi. Oh, das sieht doch schon mal besser aus. Metronom. Es zwingt den Finger und löst Zahltag. Klatsch. Geil, Geld. Es sind überall Monster verstreut. Ich glaube, jetzt reicht sogar auch ein Wangenrubbler. Auch wenn das bei einem Reflex jetzt mir nicht mehr so süß vorstelle. Aber nun gut. Oh, er kann mal was machen. Ich fasse nicht. Pipi. Pixi. Nö, wir bleiben mal auf ihm drauf. Wie gesagt, Riffex mit Toxel haben wir schon nicht so viel gemacht. Bleiben wir mal ein bisschen mit ihm draußen. Zack. Und es paralysiert. Metronom kommt trotzdem durch. Oh, ich hoffe, der macht jetzt keine Mega-Attacke. Wassersäule. Okay, sollte aber machen. Sollte ich aushalten, oder? Ja, machen wir nochmal Säure. Mal gucken, wie viel Säure macht jetzt. Zack, in your face. Oh, das ist sogar sehr effektiv. Metronom. Mal gucken. Elektroball, gut. Das sollte ja nicht so effektiv sein. Nö. Und wir machen immer noch... Na, wir machen nochmal eine Säure. Ist Safety First. Sehr schön, das ist sehr effektiv. Und Level Up für Porenta und Riffex direkt mal hinterher. Porenta 29, sehr schön. Oh, deine Pokémon sind so stark, dass du dich bestimmt nirgends fürchten musst. Danke für your cash. Ich will trotzdem mal ganz kurz gucken, was es hier für Pokémon gibt. Okay, okay. Mal gucken, ich will hier einmal durch... Oh, hier geht's runter. Oh, da ist ein Pokéball. Hyperbälle.
Okay, da geht's dann hoch. Gut, dann beende ich den Part jetzt hier. Ich glaube, hier ist ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss. Gut, dass die Fische hier nicht runterkommen.